Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich sozusagen ein Pflicht- oder Pflichtspiel mit mir selber. Denn ihr habt mir auf Facebook und Twitter ganz, ganz viele Schaffst du es Fragen gestellt. Und ich habe mir 10 Aufgaben rausgesucht. Und ja, ich ziehe jetzt nach und nach die Zettel, bis keine mehr da sind. Und werde die Aufgaben versuchen, alle zu schaffen. Wenn ich eine Sache nicht bestehen sollte, dann werde ich natürlich auch bestraft. Und zwar habe ich hier so wunderschöne fette Haushaltsgummis besorgt. Und für jede Aufgabe, die ich eben nicht schaffe, wird der Julian mir, wie er auch immer möchte, ein Haushaltsgummi irgendwie ins Gesicht quetschen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig werden. Und ich ziehe jetzt mal die erste Karte. Und da steht folgende Aufgabe drin. Schaffst du es, deine Stimme am Telefon so zu verstellen, dass dein Vater dich nicht erkennt? Oh wei, oh wei. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Nadine Heinecke? Ja, guten Tag. Hier ist die Gerta und ich habe ihre Nummer von meiner Kollegin bekommen. Die sagte, sie suchen noch so eine Art Haushälterin. Ist das richtig? Bianca? Oh, scheiße! Ach Mann. Ja, ich dachte, dann erkennt man mich halt nicht. Okay, ich habe verloren. Ich melde mich später nochmal. Bis dann, Schwester. Tschüss. Es war auch klar, dass meine Schwester jetzt dran geht, ne? Weil das ist, oh Mann, ich wette mit euch, mein Vater hätte mich nicht erkannt. Oh, wenn das jetzt reißt, Julian, ne? Oh Gott. Ah! Das ist nicht dein Ernst. Ja, komm, muss auch noch was sehen. Oh. Siehst aus wie ein Schwein. Ich ziehe hier die nächste. Oh, direkt die nächste Telefonaufgabe. Schaffst du es, Dagi dreimal hintereinander anzurufen und jedes Mal zu sagen, dass du dich verwählt hast und eigentlich jemand anderen anrufen wolltest? Probieren wir es mal aus. Mal gucken, wie geduldig die Dagi ist. Hallo? Hallo? Dagi? Oh, sorry, ich habe mich total verwählt. Ich wollte jemand anderen anrufen. Okay, bis dann, tschüss. Okay, das erste Mal hat sie noch sehr freundlich reagiert. Jetzt rufen wir direkt nochmal an und gucken, was passiert. Ja? Hä, Dagi, bist du schon wieder? Ich schwöre dir, ich habe die Nummer von meiner Mutter gewählt. Jedes Mal rufe ich dich an. Also die Kamera ist gerade aus Versehen aufgegangen. Dagi hat Verdacht schon geschafft. Sie hat gesagt, bist du sicher, dass du kein Video machst? Sie war aber trotzdem noch sehr freundlich. Und bevor ich sie jetzt nochmal anrufe, Julian, mach mir das Gummiband, aber ich kriege keine Luft mehr. Setz es. Ja, komm. Sind wir mal gnädig für den Anfang. Oh. So, auf ein drittes Mal. Ja, hier ist deine Mutter. Boah, Dagi, ich raste gleich aus. Mein Telefon ist am Arsch. Ich schwöre es dir, ich drücke die ganze Zeit auf Mama und dann rufe ich an und dann gehst du dran. Ja, ich weiß, dass du heute ein Video drehst. Ja, okay. Ich sag immer bis gleich, ne? Es macht keinen Spaß mehr. Sie hat schon bis gleich gesagt. Okay, also ich würde sagen, ich hab's nicht geschafft, oder? Oh! Schaffst du es, eine Zitrone auszuquetschen und komplett zu trinken, ohne deine Miene zu verziehen? Du hast eine Minute Zeit. Und diese Frage kam von der lieben Tarodi14 von Twitter. Eine ganze? Können wir uns nicht auf eine halbe einigen? Die ganze Schale ist einfach so matschig. Ich oh, au, ins Auge! Au! Oh. Muss ich jetzt die Kerne mittrinken? Au! Auf die Plätze, fertig, los. Oh, ich... Geht eigentlich. Du hast deine Miene verzogen. Nein, 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 stopp. Ich habe erst probiert, jetzt geht's los. Oh mein Gott, ist das sauer. Oh, ich kann das nicht. Meine ganze Hand ist voller Zitrone. Egal, einfach ans Bein abschmieren. Schaffst du es, mit einem ganz hellen Ton ein Glas zum Platzen zu bringen? Natürlich schaffe ich das. So, ich sag euch mal kurz, wir haben jetzt 20 vor 9 gleich und meine Nachbarn werden sich freuen. Nee, funktioniert nicht. Das hätte ich mir einfach sparen können. Ich hätte mir das Video nicht mal
kaputt gehen, wenn ich mit meiner ganzen Kraft auf den Boden werfen würde. Schaffst du es, mit deinem Fuß einen Tweet zu verfassen? Das sollte ich doch jetzt mal zur Abwechslung hinbekommen, oder? So, dann beginnen wir jetzt mal dieser Tweet meinem zum Schluss noch ein Smiley. Ich habe die Aufgabe bestanden. Und wir sind bei 1019 Favoriten, also wenn das mal kein Erfolg ist. Schaffst du es, bei 3 Flachwitzen hintereinander nicht zu lachen? Und diese Aufgabe habe ich von der lieben Hannah-B19 bekommen. Und ich würde sagen, auch hierfür brauche ich meinen Assistenten Julian. Okay, Bibi, ich lese dir jetzt 3 vor. Ich habe jetzt spontan das Internet geöffnet, weiß selbst noch nicht, was mich erwartet. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Oh Mann, Scheiße! Und den kannte ich auch noch. So? Ja, so sieht gut aus. Nein, das ist eklig. Das will keiner sehen. Die Zahnrohr rein! Ah! Oh, jetzt blute ich zwischen den Zähnen! Wie eklig! Scheiße! Tut mir leid! Okay, du kriegst jetzt nur noch von mir. Oh, es tut mir leid! Guckt euch das an! Schaffst du es, innerhalb 10 Sekunden zum Klo zu rennen, abzuspülen und dich wieder vor die Kamera zu setzen? Von der lieben Viola A-X. Das kann ich jetzt aber echt schaffen, oder? Ich muss ja auch mal irgendwas schaffen, sonst bin ich ja voll der Loser. Auf die Plätze, renn nix um. Fertig, los! Oh mein, oh Scheiße, ich hab was kaputt getreten. Was hast du kaputt getreten? Habt ihr die Klospüle gehört? Bibi? Es ist alles runtergefallen. Und wieder einmal frage ich mich, warum mache ich das hier eigentlich? Schaffst du es, während eines Kopfstandes ein Selfie zu machen? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich darf mich aber schon an der Wand abschließen, oder? Okay. Ah! Aua! Oh, das hört sich nicht weh. Wieso hast du nur einen Socken an? Jetzt habe ich auch noch selbst ausgelöst. Ich blende euch jetzt einmal mein wunderschönes Selfie ein und wer einer lacht oder ich finde irgendwo im Internet dieses Foto von euch hochgeladen. Schaffst du es, einen Luftballon innerhalb 10 Sekunden durch Beißen zum Platzen zu bringen? Ey, das sind die beschissensten Aufgaben ever. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, wenigstens ist der nicht so groß. Fertig, los. Ich trau mich nicht. Was willst du mich verarschen? Das zählt! Es tut alles so weh! Oh, Bibi, komm dann! Die allerletzte Aufgabe ist von der Mina Bibinator, auch von Twitter. Und zwar sagt sie: Schaffst du es, innerhalb 7 Sekunden das Wort Bibinators rückwärts zu sagen? Fertig, los! Srot. Srotan. Vorbei. Oh nein! Srotanibib. Srotanibib. Oh, ich hatte es auch noch richtig. Wer soll das denn in 7 Sekunden schaffen? Könnt ihr mir das mal sagen? Ihr kennt mich doch. Oh. Aua. Das sind genug Bestrafungen auf einmal. So, meine Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß und ich hoffe, dass ich meinen Spaß auf euch übertragen konnte. Und wenn ich den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zum Lachen bringen konnte, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, das war's mit meinem Video. Meine Gummis, ich glaube, die flitschen jetzt alle ein paar Sekunden hoch. Ich beende jetzt mal das Video und zwar verlinke ich euch hier auf den beiden Seiten natürlich alte Videos nochmal. Und auf der Seite gibt es nämlich jetzt das Video 10 Arten, wie man sich nicht küssen sollte. Ab jetzt findet ihr nämlich da in der Infobox den Gewinner meiner Verlosung, wo ich das iPhone 6 und die PlayStation 4 verlost habe. Und auf der anderen Seite gibt es schon direkt weiter mit einer neuen Verlosung. Und zwar ist hier Julians letztes Video. Da könnt ihr ein mega
Bulgarien-Urlaub gewinnen. Ich muss es jetzt einfach rausplappern. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich verabschiede mich jetzt. Hoffentlich schaltet ihr auch das nächste Mal wieder mit ein und vielleicht sehen wir uns ja bei einem der Videos wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich gehe jetzt erstmal aufräumen und bis dann. Tschüss!